einmal im Leben ein Superheld sein. Ja, das wäre was. Und ganz ehrlich, sagt nicht, dass ihr das noch nie gedacht habt, dass ihr euch noch nie vorgestellt habt, wie es wäre, ein Superheld zu sein. Und nein, ich meine nicht einmal so billige Spielereien wie, hey, ich habe ein Comicbuch, in dem ich selber Deadpool sein kann. Ich meine, nein, Supersuit und alles, Welt retten, Bösewichter verklatschen, Bondgirls vernaschen, das ist mehr oder weniger der Trick. Sollte aufhören zu reden. Oder? Anyways, Disney hat ja da mit Pixar bei den Incredibles etwas Incredibles geleistet, hat mehr oder weniger dieses Konzept der Superheldenfamilie hergenommen und hat das Ganze in einen der beliebtesten Animationsfilme aller Zeiten verwandelt. Muss ich da an der Stelle dazu sagen, dass ich, wie Incredibles rausgekommen ist, eigentlich gar nicht einmal so begeistert war davon und den seitdem kein zweites Mal gesehen habe. Vielleicht sollte ich das nachholen. Aber jetzt kam Incredibles 2 in die Kinos und ist mittlerweile in England auch schon als Blu-ray beziehungsweise exklusiv bei Zavi dann auch als limitiertes Blu-ray 3D Steelbook erschienen. Ein deutschsprachiges Steelbook soll es von diesem Titel leider voraussichtlich offensichtlich nicht geben, warum auch immer. Ich zeig euch jetzt einmal, was noch als Bonusmaterial mit auf diesen beiden Discs drauf ist. Da haben wir zum Beispiel auf der Blu-ray 3D Bau. Wow. Ach so, das ist ein Kurzfilm. Danke, danke. Ich habe gerade irgendwie gedacht, ob sich da jemand einfach nur vertippt hat oder mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen ist. Nein. Das ist der Film, der wahrscheinlich in den Kinos vor dem Film gelaufen ist. Und es gibt außerdem noch Auntie Edna, einen neuen animierten Kurzfilm, der ebenfalls mit auf der Blu-ray drauf ist. Deutscher Ton. Übrigens ist diesmal nicht mit von der Partie. Dafür bekommen wir tatsächlich auch diesmal bei Incredibles 2 eine Art Mondo Artwork. Es ist ja der allererste Teil bereits im Rahmen der Mondo Steelbook-Reihe erschienen und hat ein wirklich, wirklich absurdes, wildes Mondo-Design bekommen. Das Steelbook habe ich vor einiger Zeit schon auf meinem Kanal vorgestellt, falls euch das interessiert. Aber jetzt hat eben auch der zweite Teil, der ja eigentlich ein wahnsinnig detaillierter 3D-Animationsfilm ist, ein absolut grobschlächtiges, zweidimensionales Mondo-Comic-Artwork bekommen, was ich aber eigentlich irgendwie gar nicht so schlecht finde. Das Incredibles-Logo mit den verschiedenen Charakteren, man sieht hier eben auch, dass dieses Logo mit den Charakteren mit einem Partial-Gloss-Effekt veredelt wurde und demnach auch beim Design her hervorsticht. Dabei hat man, finde ich, bei diesem Gloss-Effekt ziemlich fein und ziemlich cool gearbeitet. Außerdem ist der schwarze Teil grundiert und lässt keinen metallischen Steelbook-Effekt durch den Hintergrund, der zweifärbige hingegen schon. Es ist ein durchaus wirklich interessantes, cooles Design. Genauso wie hier, obwohl ich, wie gesagt, nicht normal so der Fan von schlichten Artworks bin, aber das gefällt mir auch ganz gut, mit dem matten Schwarz als Hintergrund und mit eben dem der Lampe und dem Scheinwerfer in Full-Gloss-Finish sogar. Nein, beim Spine hat man, glaube ich, nichts veredelt. Das würde man anders sehen. Nein, aber ist tatsächlich ein wirklich, wirklich interessantes und wirklich cooles Design. Dann warten Ihnen insgesamt 3 Discs auf uns. Einmal die Blu-ray mit dem Film, einmal die Blu-ray 3D mit dem Film und dann eben noch eine eigene Disc mit dem Bonusmaterial. Ebenfalls sehr cool und positiv zu erwähnen ist, dass Disney hier auch beim Innenartwork den Stil von außen beibehalten hat. Auch hier nur diese groben, cartoonhaften Charaktere hat auf dem einfärbigen Hintergrund. Der ist diesmal nicht ganz so einfärbig. Wir sehen eben ein bisschen eine Struktur, ein bisschen eine Durchzeichnung, haben aber bei diesem Hintergrund auch wieder den metallischen Steelbook-Effekt im Einsatz. Das ist meiner Meinung nach eine ziemlich cool gelungene Sache. Ist ein Steelbook-Artwork, das definitiv Geschmackssache ist, wo ich es definitiv verstehen kann, wenn einzelne oder auch viele Leute sagen, denn ich finde das urschier, aber ich finde es immer eben wieder mutig, wenn größere Labels da ein bisschen was riskieren und ein bisschen was Innovativeres bringen und das ist somit auf jeden Fall ein ziemlich cool gelungenes Steelbook.